Kann ich das eigentlich von hier oben erreichen? Nein, kann ich natürlich nicht. Egal, das Marschall braucht es sowieso, von daher ist es gut. Ja, mach doch noch mehr Finale, genau, ist richtig. Öffnet sich jetzt so ein Geheimgang oder was ist los? Ja, tu das. Was ist das eigentlich da auf dem Boden? Das sind doch Schienen, oder? Sowas ähnliches? Ach, egal. Risiko, Risiko. Risiko! Natürlich Risiko. So. Zeig mal, was du drauf hast. Ja, genau, wieder sowas. Könnt ihr das eigentlich alle? Psycho, Elektro, ja, genau. Wirf noch mehr Schattenkugeln. So, was könnte das sein? Spukball? Nee, Spukball ist ja nur ein Ball. Ist aber in sich hat, muss man schon sagen. Spukball ist böse. Ah, ah, nicht getroffen. Ich sollte nichts sagen. Weil. Jetzt werde ich gleich getroffen. Aber nicht heute. Heute nicht. Ah, damit. Ja. Los. Deckel. Ach, Traumato, jetzt lass mich mal in Ruhe. Ihr habt zu tun. Ich muss ein Freund retten. Do you know what that is? Ein Freund. Danach können wir gerne Freunde werden, aber erst muss ich meinen Freund retten, damit wir Freunde werden. Böse. Kein Finale ist böse. Moment, das habe ich doch schon. Wieso hole ich mir das? Brauche ich doch gar nicht. Außer für den Level Up jetzt. Aber das Viech hat zweimal überladen. Vielleicht brauche ich das doch. Ich nehme das einfach mal mit. Mama. Keine Explosions- oder Finalattacke, bitte. Dankeschön. Irgendwie sieht das ja alles gleich aus. Einmal überladen. Ja, los, heute mal. Geh weg, Pikachu, los, Voltaball. Los, überladen! Wie in Slow Motion dieser Blitz kommt und dann die Tür kaputt geht. In Slow Motion, wirklich. So. Zerschneiden. Interessant. Speichereinheit. Hey, das ist doch Urs! Wer ist da? Wieder so ein Nachtschatten-Schwachkopf? Oder doch ein Nachtschatten-Trottel? Ihr seid im Dunkeln so schwer zu unterscheiden. Du, Sid? Was machst du denn hier? Ja, klar, du willst mich retten. Hervorragend. Aber der Reihe nach, es ist zu dunkel hier. Dagegen müssen wir etwas tun. Du kannst ein Ziel nicht beseitigen, wenn du es nicht siehst. Irgendwo an Bord müsste ein Elektrik sein. Elektrik kann mit seinem Blitz diese Kabine erhellen. Sollte nicht allzu schwer sein. Die Tür öffnet sich nicht. Sie scheint abgeschlossen zu sein. Traumato, du kannst doch Psy-Kraft anwenden. Was ist denn hier los?
Du heimlicher Schnüffel, Alter, du. Glaub bloß nicht, dass du mit den Pokémon verlüften kannst, die wir entführt haben. Ich will gar nicht damit verduften. Ich will die befreien. Und dann können sie selber verduften. Naja, dreimal Voltilam. Let's go. Dreimal so ein kleines Schaf zu fangen. Das sollte nicht allzu schwer sein. Allerdings sollte man seinen Gegner auch nie unterschätzen. Man kann so aggressiv spielen, wie man will. Aber seinen Gegner unterschätzen, das ist immer schlecht. Autsch. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Wunderbar. Gruppenfang 156. Nice. Na super, jetzt hast du es geschafft. Jetzt darf ich mir eine Stammpauke vom Kettner hören. Schönen Dank auch. Tja. Radikal. Das hat doch bestimmt zweimal zerschneiden. Fand ich mir jetzt. Deinen scharfen Zähnchen hier. Ich will eine Ratte als Haustier haben. Die ist zwar ganz schön gefährlich, aber trotzdem, ich mag Ratten. Du verdammte Ratte. Und ja, das hat zweimal zerschneiden. Wunderbar. Da es hier nicht weitergeht und sonst nirgendwo auch, gehe ich einfach mal zurück und zerschneid den Zaun, der hier war, irgendwo. Ah, hier. Radikal, los, zerschneiden! Zerschneider! Da nimmt er sogar die Eisen. Egal. Elektek und Magma. Ich will. Ich habe das Gefühl, dass ich das Magma brauchen werde. Die Frage ist, wofür? Ich werde bestimmt bloß nicht angucken. Hält ganz schön viel aus. Es kann zwar nichts, aber das hält viel aus. Was ich auf Dauer auch natürlich als Schwierigkeit erweisen kann. Ah, naja, nicht für den. Ich will jetzt nicht sagen Profi, aber für einen eingeübten Spieler schon. Und abgesehen davon, dass ich das Magma, glaube ich, eh nicht mehr schleppen kann. Okay, Elektrik, los, Blitz! Gut. Das war ihm ein Elektrikruf, richtig? Klasse gemacht. Erhöhle diesen finsteren Frachtraum mit der Hilfe von Elektrik. Ein Elektrik sollte die Dunkelheit aufhellen können. Komm her. Danke, Elektrik. Das war's. Ouch. Es ist hell, meine Augen. Aber allemal besser als die Dunkelheit. Im Dunkeln zu sein macht mich fertig. Würde mir nur wünschen, du hättest mich nie so gesehen. Wie ein gewöhnliches Paket verschnürt. Und Olli hat es ohne einen Piep ertragen. Ganz schön zäh, der Mann. Wäre gern wieder frei und unterwegs. Ich möchte wetten, die Resolute-Ute ist die einzige, die dieses Zeit zerreißen könnte. Sieht also so aus, als würden wir auch dafür die Hilfe eines Pokémon brauchen. Und welche zerschneiden? Eins. Wirklich komplett zurück und ja, muss ich.
Ich muss nochmal zurück und ein Radikal fangen. Yay! Ach ja, was soll's. Allerdings würde ich schon gerne wissen, was denn dieses Schnurgast kann. Vielleicht kann das ja zerschneiden alles und ich muss nicht so weit laufen. Wobei ich das nicht glaube. Sag ich nur schon mal vor. Komm her. Hast du auch was anderes drauf aus deiner Stampfattacke? Du warst doch immer so nervig wegen deinem Charme. Ja, nee, Quatsch. In den Spielen heißt es ja anziehen. Ich ziehe dich an. Ich betreibe Anziehung. Ha! Oh nein, es hat nichts. Zerschneiden. Nicht mal ein. Blöd. Egal, paar Räume weiter. Das Viech mit, wieder mit seinem Hyperzahn, Superzahn, Topzahn. Das fehlt eigentlich noch. Der normale Zahn ist ja die Bissattacke. Obwohl das auch keinen Sinn macht. Ach egal. Traumato hat zweimal zertrümmern, das habe ich ja voll vergessen. Du, der Viech hat auch so eine Psy-Kraft. So, dann kümmern wir uns mal um dein Problem. Danke! Hätte mir wirklich nie träumen lassen, dass du mich mal retten würdest. Hey, da ist ja mein Funcom. Es beschämt mich, dass sie mir das Symbol der Ranger abnehmen konnten. Es zeigt mir, dass ich mich mehr anstrengen muss. Aber eins nach dem anderen. Erstmal deinen Funcom einschalten. Jede Menge neue Mails im Posteingang. Die Leute haben versucht, mich zu erreichen. Huch, und da kommt ja auch schon eine Nachricht. Weißmail, hier ist Roderich in der Ranger-Vereinigung. Dein Funcom schreit wieder ein Signal aus. Seht muss also bei dir sein. Eure Signale sind deutlich zu erkennen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, sagt uns bitte per Voicemail Bescheid. Chef, bin ich froh, dass du in Ordnung bist. Ich habe den Leuten mit dieser ganzen Sache eine Menge Sorgen bereitet. Mein Makuhita hat auch wegen mir gelitten. Tut mir leid, Kumpel. Maku. Aber jetzt können sie sich auf was gefasst machen. Damit wird Team Nachtschatten nicht durchkommen. Ich sage, es ist höchste Zeit, dass Urs zum Gegenangriff lässt. Wir müssen ihn zuerst die Kontrolle über das Schiff anreißen. Wir gehen zur Brücke und übernehmen das Kommando. Zu zweit? Na, du hast ja Vorstellung. Okay, dann mal los. Die Frage ist, wie kommen wir zur Brücke? Wahrscheinlich können wir jetzt endlich die verriegelte Tür benutzen. Das verlangt nach einer Zielbeseitigung. Hey, seh, tritt doch mal einen Schritt zur Seite, ja? Ziel beseitigt! Da rennt ihr auch mit in die nächste Tür. Was ist das für ein Raum hier? Hey, seh, komm mal hierher! Jo, bleib locker, keine Hektik, wir schaffen schon das. Sieht mir sehr nach der Kapitänskajüte aus. Toll, jetzt sagt er das gleiche. Wir müssen ihn finden. Was ist denn das für ein süßlicher Geruch? Ich glaube, es gibt ein extra starkes Hausspray, das genau extrem riecht. Lol. Der große Ranger ist ausgebrochen. Hilf irgendwer. Ich brauche Verstärkung.
Jetzt seid ihr geliefert. Es gibt keinen Ausweg mehr. Na gut, sie haben uns entdeckt. Dann eben auf die altmodische Art. Ich nehme diese Seite, du die andere. Makago? Das war ein Fail jetzt. Egal, let's go. Ah, Mann. Okay. Ich denke, hier konzentriere ich mich lieber wieder auf 1. Autsch. Autsch. Das hatte ich, oder? Ach, egal. Zack und... Zack. Ich gehe Hilfe holen. Du hältst sie hier fest. Lass mich nicht allein mit denen. Ich gehe Hilfe holen und du bleibst hier. Wie ist es damit? Wir holen beide Hilfe. Glänzende Idee. Dann nichts wie los. Und wer bleibt hier? Mann, Mann, Mann.